hallo, liebe Zuschauer, das geht hier wirklich Schlag auf Schlag. Katharina, Jonas Savchenko, Bruno Massur raus aus dem Studio und der nächste Höhepunkt sozusagen rein ins Studio. Hallo, herzlich willkommen, Denise Herrmann. Hallo. Hallo, aus der deutschen Biathlon-Mannschaft. Und Sie können heute hier sein, ausgeruht hier sein, weil Sie nicht am Einzelwettbewerb teilgenommen haben. Wie haben Sie die Kollegen beobachtet? Von wo aus? Also wir waren selber erst draußen im Stadion, haben schon mal die Strecke getestet und den Schießstand heute war halt wirklich von Bedingungen viel besser wie die letzten Tage. Und ja, war dann noch mal kurz beim Langlauf beim Zuschauen und habe dann das vom Apartment aus, haben wir das dann zusammen geguckt, das Rennen. Und es ist natürlich schon dann immer eine andere Kulisse, das dann ja so als Beobachter zu sehen. Aber da kann man auch mal ja ganz gut schauen, wie die anderen das so machen und wie die mit den Situationen, die da einfach im Wettkampf immer kommen, umgehen. War sehr spannend auch. Sie sind noch gar nicht lange Biathletin. Wir stellen Sie auch gleich vor in einem kleinen Film und schon wahnsinnig erfolgreich dabei. Seit 2 Jahren erst beim Biathlon, vorher beim Langlauf. Daher kennen Sie vielleicht auch viele Leute schon. Wie geht das so schnell, dass man dann auf einmal bei Olympia im Weltcup die ganze Zeit dabei, wie haben Sie das hinbekommen? Also ich meine, Langlaufen konnten Sie vorher auch schon. Ja, das ist eine ganz gute Frage. Klar, wenn man natürlich so mal die Laufleistung schon mitbringt, ist das natürlich so mal, ja, nicht leichter, aber so mal, das nimmt einen schon mal so ein bisschen, ja, das ist einfach eine ganz gute Grundvoraussetzung. Aber natürlich das Schießen, das ist so komplex, das zu lernen. Ich hatte da extreme Hilfe, auch von ja, Stützpunkt Oberhof, Stützpunkt Ruhpolding, dann mit der Trainingsgruppe, auch mit der Steigen, mit Franziska Breuß, Maren Hammerschmidt, Vanessa Hinz und Caroline Heuchler. Das sind natürlich alles extreme Schützinnen, die mir da jeden Tag zeigen, wo der Hase langläuft. Aber es ist natürlich einfach extrem viel Arbeit, wie in jeder Sportart auch. Da geht viel Zeit einfach auch drauf und viel Arbeit. Ja, man muss sich selber konkrete Ziele auch setzen, dass man es, ja, ich habe schon jeden Tag daran geglaubt, dass ich es schaffen kann. Ich denke, das ist die Grundvoraussetzung. Mhm. Aber gerade mit dem Schießen, ohne die professionelle Hilfe auch oder das deutsche Know-how, was es einfach in der Sportart gibt, wäre das auf jeden Fall nicht möglich gewesen. Okay, Denise Herrmann, wir gucken gleich natürlich auch aufs Einzelrennen der Frauen heute, an dem Sie nur nicht teilgenommen haben, weil immer nur 4 starten können und Sie sind dafür in anderen Rennen natürlich dabei. Aber erstmal wollen wir Sie vorstellen mit Ihrem neuen Freund, dem Gewehr. Es war eine spannende, aber auch mühsame Angelegenheit. Biathletin werden. Trockentraining in der eigenen Küche, Abläufe lernen, plötzlich wieder Anfänger sein. Dabei ist sie doch schon Olympiamedaillengewinnerin, Sochi vor 4 Jahren. Denise Herrmann gewinnt als Teil der Langlaufstaffel Bronze. Wir machen jetzt, glaube ich, erstmal Kampfschmusen. Im Langlauf ist hinter den starken Skandinavierinnen Platz 3 schon das Optimum. Als Biathletin ist mehr drin. Doch dafür muss das Gewehr zum Freund werden. Intensive Pflege nach Training und Wettkampf. Akribie, die sich lohnt. 1,5 Jahre nach dem Umstieg gewinnt Denise Herrmann ihre ersten beiden Weltcuprennen im Dezember in Östersund. Erst siegt sie im Sprint und 2 Tage später in der Verfolgung. Sprint ist auch richtig geil zu gewinnen, aber ich habe dann gedacht, was wahrscheinlich noch geiler ist, wenn du wirklich mal als allererstes über die Ziellinie läufst. Und ja, es ist einfach ein unglaubliches Gefühl. In Pyeongchang kommt sie auf die Plätze 21 und 6. In der Verfolgung macht sie ein starkes Rennen. Es gilt, sich einen Platz in der Staffel zu sichern, beim Trainer Eindruck zu hinterlassen. Gerade bei ihr, die momentan ein bisschen mit der Laufform hadert, da war sie sicherlich in dieser Saison schon besser. Aber heute hat sie eine komplexe Biathlon-Leistung abgeliefert, die war vom Feinsten. All die Mühe soll am Ende zum Erfolg führen und im Idealfall eine Goldmedaille bringen. Vielleicht ja in der Staffel. Die Staffel. Wie ist es denn? Es gibt ja noch die Mix-Staffel, Massenstart, dann die Staffel, die gerade angesprochen wurde. Wo rechnen Sie sich was aus? Das ist ja immer die Frage, was der Trainer dann auch am Ende sagt, ne? Ja, das ist schon das nächste Hauptziel, ist jetzt erstmal der Samstag, den Massenstart da wirklich gut zu laufen. Wir haben ja jetzt so ein bisschen die Luxussituation, oder ja, für uns Sportler jetzt nicht, aber für Deutschland, dass wir eigentlich zu 5 sogar qualifiziert sind für den Massenstart. Und ich glaube, darf halt nur 4 an den Start gehen. Da müssen wir jetzt auch noch mal drauf warten, was die Trainer entscheiden. Aber es ist natürlich ein großes Ziel, dass ich dort laufe. Und ja, danach werden die Trainer einfach entscheiden und die stärksten Staffeln für Mixed und normale Staffel zusammenstellen. Und ich denke, wir sind ein schlagkräftiges Team. Es sind 6 mega starke Mädels. Also ich will gerade wirklich nicht in der Haut der Trainer stecken. Weil es hat jede eine richtig gute Leistung angeboten, auch im ganzen Jahresverlauf. Und ja, das ist wirklich eine extreme Ehre, überhaupt in der Gruppe jetzt dabei sein zu können. Sie haben sich so eine große neue Herausforderung gesucht, wo es doch beim Langlauf richtig gut lief.
Warum nicht noch da ein bisschen geblieben? Warum dieser Wechsel und warum dieser große Neustart? Ja, wir hatten ja schon mal über den Deutschen Skiverband so ein kleines Testschießen in Ruhpolding mitgemacht. Mhm. Und das fand ich, ja, das habe ich auch nicht einfach nur so mitgemacht, weil ich gerade nichts anderes zu tun habe, sondern weil ich da schon ja, einfach mal wissen wollte, ob ich das kann. Und das hat mir seitdem auch keine Ruhe mehr gelassen. Und klar, Ruhpolding läuft mir auch im Training x-mal am Schießstand vorbei. Und da wird man irgendwie mit dem Thema auch öfters konfrontiert und denkt, ach ja, jetzt mal wieder schießen. Und ja, man ist natürlich auch befreundet mit den Biathleten vom Stützpunkt und fiebert da einfach mit. Und ja, das reißt einen dann selber auch so mit. Und ja, es ist natürlich der Vorteil, wenn man Langlauf macht, dass man da so einen Wechsel überhaupt wagen kann. Ich bin jetzt auch nicht die Erste, die das gemacht hat. Und man sieht, es ist möglich. Steckt natürlich, ja, sind natürlich viele Mosaiksteine, die da auch zu so einem Erfolg überhaupt, dass da entsteht, da beitragen. Aber ja, es war einfach in mir drin irgendwie. Das hat sich dann über die Jahre immer so nach oben geschaukelt. Und dann habe ich mir, dann überlegt man ja auch irgendwann mal mit Ende 20, wie lange machst du das Ganze noch? Und da habe ich gedacht, also entweder jetzt oder nie. Und wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte ich es sicher bereut irgendwann. Und dann, klar, war es ein Risiko. Es kann dir keiner vorher versprechen, dass es funktioniert. Weil, wie gesagt, die deutschen Mädels sind da einfach seit, ja, seit Sochi so stark. Extrem stark und gewinnen jedes Jahr den Nationencup. Und da muss man sich intern erstmal qualifizieren. Aber Konkurrenzkampf belebt das Geschäft. Und ich denke, wir können uns da auf jeden Fall auch noch ein bisschen weiter nach vorn pushen. Und haben Sie die Mädels gut aufgenommen? Ich meine, jetzt sind sie auch nicht mehr ganz neu. Ja, wir haben uns ja vorher schon gekannt. Oder Franziska Hildebrand war ich zum Beispiel 2005 schon mal bei einem internationalen Wettkampf zusammen auf dem Zimmer da, war Langlauf und Biathlon zusammen. Und auch so sind ja die meisten Mädels eher von Ruhpolding und am Stützpunkt da unterwegs. Und da kennt man sich sowieso schon und ist befreundet. Und ja, das war dann gar nicht so ein großer Wechsel. Wunderbar. Dann gucken wir mal zusammen auf die anderen Mädels, die heute im Einzel gestartet sind. Und das war ja auch durchaus erfolgreich. Nächste deutsche Medaille für Laura Dahlmeier und auch Franziska Preuß mit einer richtig guten Platzierung. Eine kurze Zusammenfassung von Jörg Klawitter. Es ist ein Rennen, das drei Geschichten schreibt. Zwei davon enden auf dem Podest. Eine knapp daneben. Beginnen wir mit der neuen Olympiasiegerin, Hanna Öberg aus Schweden. Aus dem Nichts gewinnt sie das olympische 15-Kilometer-Rennen und sie gewinnt es am Schießstand. Fehlerfrei bei 20 Versuchen. Im Weltcup war sie in dieser Saison kein einziges Mal unter den besten 20. Jetzt ist sie Olympiasiegerin. Öberg und das Rennen ihres Lebens. Sie geht hier deutlich in Führung. Fassungslos nimmt sie das Ergebnis zur Kenntnis, an dem auch ihr deutscher Trainer Wolfgang Pichler seinen Anteil hat. Ja, die ist auf dem, die kann sie auf den Punkt, ist die topfit. Und das sind so Leute wie die Laura und so, die können halt dann, wenn es drauf ankommt, können sie die auch so konzentrieren, dass dann die beste Leistung bringen. Ja, ich bin fast ein bisschen beeindruckt von mir selbst. Fehlerfrei, das ist groß für mich. Deutlich nach Öberg geht Franziska Preuß ins Rennen. Auch sie rechnete während der Saison kaum mehr mit einer Olympiateilnahme, zu sehr geschwächt von Krankheiten. Spät hat sie sich qualifiziert, heute bekommt sie ihre Chance und nutzt sie. Auch Preuß trifft alle 20 Scheiben, das gelingt insgesamt nur drei Teilnehmerinnen. Und auch für sie muss sich das hier irgendwie irre anfühlen. So ein Rennen, so ein Schießen. 4x0, das ist einfach unglaublich. Ich war echt überrascht, dass ich null geschossen habe, dass ich meine Waffe erstmal gar nicht gescheit draufgebracht habe, weil ich so hübelig war. Ja, ist schon ein cooles Gefühl, wenn man im Einzel 4x0 wegläuft. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe mir auf der Schlussrunde schon gedacht, die Laura ist noch hinter mir. Und ich habe es zwar gehofft, das reicht, aber... Aber Laura Dahlmeier ist zu stark. Die Doppel-Olympiasiegerin von Pyeongchang, die ihren einzigen Fehler bereits beim ersten Schießen macht. Oh, schade drum, Fehler beim letzten. Sie lässt sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen, spult weiter ihr Olympiaprogramm ab. Dreimal fehlerfrei stürmt sie Richtung Ziel. Öberg und auch Kuzmina erreicht sie nicht. Franziska Preuß schon. Zweimal Gold und jetzt kommt eine dritte Medaille dazu. Das ist die Bronzene für Laura Dahlmeier. Schade für Franzi Preuß, aber sensationell für Laura Dahlmeier. Ja, ein fast perfektes Rennen. Dazu hätte vielleicht dann nur der 20. Schuss ins Ziel finden sollen. Na, ich bin sehr, sehr zufrieden. Freut mich wahnsinnig, dass es jetzt im dritten Rennen schon mit der dritten Medaille geklappt hat.
Platz 3 und 4, wieder eine Medaille. Die deutschen Biathletinnen prägen weiter die Wettkämpfe von Pyeongchang, angeführt von Laura Dahlmeier. Was immer wieder beeindruckend ist, wie sie Rennen für Rennen hier mit im Medaillenbereich läuft. Also wirklich, sowas ist erstaunlich und fast nicht zu erklären. Das zweite wäre die Wiedergeburt Franzi Preuß nach einer extrem langen Leidenszeit. Auf dem Podest stehen am Ende Dahlmeier als Dritte, die neue Olympiasiegerin Hanna Öberg und Anastasia Kuzmina aus der Slowakei, die ihre zweite Silbermedaille gewinnt. Tja, Laura Dahlmeier, die schreibt hier Geschichte, aber vielleicht die größere Überraschung in diesem Rennen sicherlich Franziska Preuß mit dem vierten Platz. Das ist auch eine kleine Märchengeschichte, oder? Nach all dem, was sie hinter sich hat. Ja, das ist auf jeden Fall. Man erlebt sie ja auch am Stützpunkt im Training. Und ja, da kriegt man das natürlich hautnah mit, wie es ja auch geht so übers Jahr. Und das ist natürlich jetzt, da diesen Leistungszenit heute an dem Tag abrufen kann. Also ich habe es schon die letzten Tage gesagt, man kann fit sein, aber es gehört so viel mehr dazu. Und wenn man das dann gerade an diesem Tag X abrufen kann, dann muss man echt den Hut ziehen. Und das war so schön, das heute mit anzugucken, auch wieder mit der Laura, mit der Bronzemedaille und so ein starkes Team. Das macht einfach Lust auf mehr. Und egal, wer die Staffel läuft, ich denke, wir sind da alle richtig heiß drauf. Ja, wie ist denn das? Sie wohnen ja auch alle beieinander und teilen sich Zimmer. Wird dann so ein Erfolg auch irgendwie noch einen kleinen begangen? Oder ist dann die Laura, wenn sie nach Hause kommt, oder Franziska Preuß, ist man einfach so platt, dass dann auch Schluss ist? Es kommt darauf an, wann die Laura nach Hause kommt, wenn sie weggelassen wird von den Mädchen. Ja. Nee, da tut man natürlich schon sich nochmal mit den Trainern zusammen nochmal kurz hinsetzen und ja, mal dem ein bisschen Revue passieren lassen. Aber ich denke, so die ganz große Fete, denke ich, die gibt es dann erst hinten raus und ich hoffe, wir haben dann alle was zum Feiern. Und ja, aber natürlich wird die Emotion da erstmal aufgefangen. Das ist ein enormer Stress, ne? Also für die Laura Dahlmeier, sicherlich auch für das ganze Team, weil diese Medienaufmerksamkeit natürlich riesig ist. Wir zerren an den Sportlern herum, an den Erfolgreichen sowieso. Wie ist das Leben überhaupt miteinander jetzt so im Team? Mal indiskrete Frage, es war ja immer die Rede von diesen 110.000 Kondomen, die unter den Sportlern herumgehen sollen. Da fragen wir uns von außen, die hier irgendwie mal arbeiten und von außen drauf gucken, ihr sitzt doch immer da und seid ganz brav. Ja, sind wir auch. für wen sind denn diese Kondome überhaupt gedacht? Wir wussten erst gar nicht, dass es welche gibt. Aber jetzt haben wir sie auch entdeckt. Aber Ihnen hat das gar keiner erzählt. Wir haben auch überlegt, wer braucht so viele? Wer braucht so viele? Das frage ich mich auch. Und wer braucht so viele? Macht man da irgendwie Beobachtungen im Olympischen Dorf und die anderen Teams sind irgendwie lustiger unterwegs? Ich habe noch nichts Konkretes beobachtet. Denise Herrmann will nichts verraten.